Na, kurz nach 16 Uhr haben uns mehrere Passanten über Notruf angerufen und darüber verständigt, dass wieder eine kleinere Gruppe am Linzer Taubenmarkt unterwegs ist. Die Polizei war dann sehr schnell vor Ort und hat eben festgestellt, dass rund 25 junge Männer sich dort aufhalten, Passanten anpöbeln und auch Böller wieder zünden und werfen. Bei Ansichtigwerden der Polizei hat sich die Gruppe dann sehr schnell aufgelöst, verflüchtigt. Die Polizei hat dann die Verfolgung aufgenommen und hat mehrere Stunden in der Innenstadt gefahndet nach diesen Personen. Und letztendlich konnten 53 Personen angehalten werden. Es wurden die Identitäten festgestellt. Es wurden 5 Personen weggewiesen aus öffentlichen Plätzen. Es wurden mehrere Organmandate und Anzeigen erstattet, auch nach dem Pyrotechnikgesetz. Und letztendlich dann kurz vor 10 Uhr am Abend wurde der Einsatz beendet. Die Nacht zuvor, wir haben ja auch schon darüber berichtet, waren ja rund 200 vorwiegend jugendliche Personen, die randaliert haben. Sind das jetzt unter Anführungszeichen, wenn man es überhaupt so nennen kann, die Nachwehen noch der Halloween-Nacht? Wir gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang mit der Halloween-Nacht gibt. Es dürfte zumindest Bekanntschaftsverhältnisse sein. Es wird gerade überprüft, ob dieselben Personen vielleicht sogar involviert waren. Letztendlich gehen wir davon aus, dass es einen Zusammenhang mit den Tumulten in der Halloween-Nacht gibt. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Bürgerinnen und Bürger, die besorgt sind in der Linzer Innenstadt, auch weniger aufhalten wollen. Wie sicher ist es jetzt in Linz? Na, Linz ist sehr sicher. Das zeigt jedes Jahr auch die Kriminalstatistik. Wir haben halt jetzt dieses Phänomen, dass jugendliche Männer hier für Aufmerksamkeit sorgen wollen, indem sie Straftaten im öffentlichen Raum begehen. Aber die Polizei wird hier keinen Millimeter weichen, wird Straftaten weiterhin verhindern oder aufklären. Jetzt hat der Landeshauptmann Stelz auch angekündigt, am Mittwoch, also heute, dass den Landessicherheitsrat einzuberufen. Inwieweit ist da auch die Polizei dann mit involviert, um genau diese Dinge abzustimmen und vor allem auch die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten? Es gibt immer bei Sicherheitsfragen einen sehr engen Austausch mit dem Land Oberösterreich. Der Landespolizeidirektor ist ja auch verpflichtet, der Landesregierung und dem Landeshauptmann hier praktisch Rede und Antwort zu stehen. Und da kann ich bestätigen, dass auch Landespolizeidirektor Pilsel am Freitag mit an Bord ist und an diesem Sicherheitsrat teilnimmt.